So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Squad-Bilderreihe. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mal nicht mit einem unfassbar kranken und teuren Team, sondern mit einem Team, das ziemlich billig und ziemlich geil sein könnte. Billig ist es auf jeden Fall, maximal 20.000 Coins kostet das Team. Ich glaube, ich habe gerade bei Footbin nochmal nachgeschaut, da stand ich bei 16.000, sowas in dem Dreh. Auf der Xbox One, auf der PS4 waren es, glaube ich, knapp 25.000 Coins, die man dafür investieren sollte oder müsste. Aber ich glaube, das könnte ziemlich, ziemlich geil werden. Kleine Info aber noch vorneweg, ich habe das Team bisher noch nicht gespielt. Ich habe jetzt einfach mir gedacht, Mensch, zuletzt hatten wir den El Clasico Squad Builder, wo ich ja Barca und Realspieler zusammengepackt habe. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich einen Champions League Squad Builder bauen soll. Einmal mit Bayern, Benfica, Barca und Atletico, sprich die Dienstagsspiele, und dann am nächsten Tag nochmal ein Squad-Builder mit mir in Mittwoch spielen. Vielleicht mache ich das auch noch, ich weiß es nicht, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe mir gedacht, wir machen heute mal einen kleinen Beast-Squad-Builder. Ich will heute mal ein Team bauen, das nicht viel kostet, das sich jeder, denke ich mal, nachbauen kann, oder ziemlich jeder, und das am Ende wahrscheinlich ziemlich geil sein wird. Von dem her, es ist auch nicht NLW, ihr seht schon im Hintergrund oder sonst was, ich habe jetzt einfach mal ein paar Spieler reingepackt, auf die ich Bock habe, die ich vielleicht auch zum Teil noch nicht so gespielt habe, die geile Stats haben und die insgesamt bestimmt hoffentlich OP sind. Das werden wir jetzt dann, wie gesagt, herausfinden. Ich werde auch versuchen, es ist zwar noch relativ früh bei mir, aber ein Spiel in Liga 1 zu machen. Gegnersuche und so war in den letzten Tagen ja leicht beschissen, muss man so sagen. Ich habe relativ schlecht Gegner gefunden, aber das kriegen wir das hin, dann hin, das erzähle ich euch noch. Wir starten erstmal rein mit dem Team, wie gesagt, 15.000 circa. 15.000 bis 20.000 auf der Xbox, 25.000 auf der PS4, das sind die Kosten. Im Tor haben wir Fernando Muslera, Freunde, der Mann von Galatasaray Istanbul, richtig gute Stats, 82er Keeper. Ich mache das heute mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Habe ich reingepackt, wieso, weshalb, warum, seht ihr gleich. Ich denke, der ein oder andere kann sich schon denken, in welche Richtung dann die Innenverteidigung geht. Auf der Rechtsverteidigerposition Martin Montoya, relativ schneller Mann mit 86 Pace, 76 Dribbling in der Offensive, also auch einigermaßen, was heißt einigermaßen, okay, sehr okay für einen 79er Rechtsverteidiger, 76er Defensive. Ja, und eine 76er Physis, da könnte man eventuell noch ein bisschen upgraden. Man könnte zum Beispiel auch einen Lichtsteiner dahinstellen, der wahrscheinlich auch nicht allzu viel mehr gekostet hätte. Aber ich wollte einfach mal Montoya ein bisschen ausprobieren. Im Zentral, in der zentralen Innen, also in der Innenverteidigung, Martin Caceres, der hier umgewandelt wurde, unter anderem zu einem Linksverteidiger. Den werden wir aber in seiner ursprünglichen Position spielen. Juventus Turin, 83 Pace, 86er Defensive, 75er Physis. Sehr, sehr starker Spieler, der relativ OP sein könnte. Habe ich noch nicht gespielt, ihr seht's, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der richtig, richtig stark ist. Daneben Diego Godin. Zwar erst zwei Spiele mit der normalen Karte gemacht, aber auch die ganzen Informs hat er. Einige. 87, 88, 89, 90, 4 Informs. Holy shit. Und das ist ja auch schon eine Upgrade-Karte, die 86. Der hatte ja einen 85er zu Beginn. Das ist ein sehr, 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 sehr solider, ein sehr starker Mann, der auch, glaube ich, so gut wie gar nichts kostet. Ihr seht, die meisten sind First Owner, weil ich ja immer alles mit in den Verein hinzufüge und da so einen kleinen First Owner-Verein sammeln will. Wir können übrigens demnächst auch, wenn ihr Lust habt, mal eine kleine Roomtour, wollte ich schon sagen. Das können wir auch machen, sobald ich umgezogen bin. Aber eine kleine Clubtour machen. Wenn ihr Bock habt, schreibt das auch mal gerne in die Comments. Aber das wird immer häufiger gewünscht. So, auf der linken Seite haben wir José Gaya, Freunde. Richtig guter Mann, Linksverteidiger, auch ein paar beziehungsweise einen Inform, glaube ich. Das ist der Inform, den auf der linken Seite in einem Draft, wenn man über die BBVA geht, ungefähr jeder nimmt, weil Marcelo und Alba dann eher weniger kommen. Richtig solide, 87 Pace, 78er Defensive, Füße ist ein bisschen schwach noch, aber glaube ich ein richtig guter Linksverteidiger, auf den wir auch uns auch in der Zukunft freuen können, was den Profifußball angeht. Und es ist mal wieder, ich bin 94er Baujahr, Jungs. Der ist 95. Es ist so ein bisschen die Zeit mittlerweile gekommen, wo die ganzen Profis älter sind, jünger sind, also später geboren sind, als man selbst. Das ist krass, ne? Das ist jetzt gerade so der Wendepunkt, zumindest bei mir. Dann im zentralen Mittelfeld Freddy Guarin von Inter Mailand. Kolumbianer, richtig starker Mann. Hat auch einen Inform, den ich unfassbar feiere. Dann Gregor Krychowiak. Oh, eine der geilsten Karten im zentral-defensiven Mittelfeld. Absolut gönnenswert, Freunde. Gönnt euch den, probiert den aus. 71er Pace, 82er Defensive, 87er Physis. Habe ich, wie gesagt, auch erstmal nur den Inform gespielt, aber auch die Karte richtig, richtig stark, hat man schon ein paar Mal im Draft. Dann auf ZOM Mathieu Valbuena, bin ich mal sehr gespannt, haben wir schon zwei Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, klingt vielversprechend, kleiner, wendiger Flitzer, 86er Pace, 73er Schuss, die Schusswerte vielleicht noch ein bisschen schwach, aber das werden wir jetzt dann auch gleich mal testen, das muss nicht immer was heißen, vielleicht geht er auch ganz gut ab. Auf rechts einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Juan Cuadrado, also was heißt Lieblingsspieler nicht, aber für das Rating in dem Genre, in dem Bereich, einer meiner Lieblingsspieler, der bzw. der Inform, richtig gut, der Karte auch
auch wenn es sich von den Stats vielleicht noch nicht so gut lesen lässt, aber der gefällt mir richtig gut, macht seine Sache da sehr, sehr stark. Ebenfalls Kolumbianer von Juventus Turin. Auf der Stürmerposition Claudio Bovo, auf den ich mal sehr gespannt bin, den wollte ich schon immer mal testen, habe ich da nie gemacht. 89 Pace, 80 Dribbling, 78 Schuss, 70 Passspiel, ein bisschen wenig Physis, bin ich mal gespannt, wie er die einsetzen kann. Vorne im Sturm werden wir mal schauen. Und auf der linken Seite Yevgen Konoplyanka, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, 92 Pace, 84 Dribbling, 77 Schuss, 80er Passspiel, auch er mit guten Stats. Und damit seht ihr aber schon so ein bisschen, wir haben nicht so die absolut genialsten Stats, was die Schüsse angeht. 77, 78, 77, das ist jetzt nicht so mega, dafür alle relativ schnell, 92, 89, 93, von dem her bin ich da mal sehr gespannt, wie sich das umsetzt, wie sich das spielen lässt. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, wenn ihr Bock auf das Team habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes, das wäre eine coole Geschichte für diesen Montag. Schreibt mir in die Kommentare unten rein, ob ihr Lust und Laune habt auf mehr solche Squad-Bilder, die so ein bisschen günstiger sind, oder ob ihr sagt, nee, Schlappi, macht das Kranke. Packt die Hammerspieler aus, was weiß ich, die ganzen Tottis, jetzt kommen bald die Team of the Season-Zeit und so weiter und so fort. Wir werden da, denke ich, auch ein gesundes Mittelmaß finden können. Aber schreibt mir gerne mal rein, auf was ihr mehr steht. Und lasst mich wissen, wenn ihr das Team nachgebaut habt, via Twitter, Facebook, ja, wie ihr das Team findet. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir gucken jetzt mal rein, wie sich die Truppe spielen lässt. Gegner Nummer 1 in Liga 1. Ich hoffe, wir finden einen und dann starten wir rein, Freunde. Wird schwierig, aber wird geil. Geil, aber hart wird's, Freunde. Denn ihr seht im Hintergrund, 3 Spiele haben wir gemacht. 3 Siege, 1 Niederlage. Ich will unbedingt diesen Meistertitel holen. Heißt, wir brauchen jetzt noch 14 Punkte aus 6 Spielen. Wir brauchen den Sieg, um da einen größeren Schritt in diese Richtung zu machen. Und das ist also der Gegner, auf den wir treffen. Hinten mit Chris Smalling in Form. Bin ich mal sehr gespannt. Den möchte ich auch unbedingt mal testen. Rooney als ZM. Vorne drin Sturridge, links Sanchez, rechts Mahrez. Ja, sieht nicht schlecht aus. Bellerin, Baines und Courtois und Otamendi und De Bruyne vervollständigen das Ganze so ein bisschen. Kein schlechtes Team, das er da am Start hat. Für Liga 1 Verhältnisse sieht man immer solche Teams. Da sieht man nicht die krassesten Informs und Team of Deals und so. Ja, von dem her bin ich mal sehr gespannt, was das wird, Freunde. Wir testen unser 20K-Team auf der One. Let's go. Jetzt vielleicht mal die erste Möglichkeit, weil Buena probiert's. 9. Minute, Jungs. Das Spiel ist noch, ja, ich möchte nicht sagen, irgendwie uninteressant oder so. Es ist ein bisschen zäh, aber es ist alles in allem eine, glaube ich, sehr, sehr interessante Partie, die da bislang abläuft. Der Gegner, der das auch gar nicht schlecht macht, um Gottes Willen. Wir die auch noch so ein bisschen reinfinden müssen, von dem her, das wird spannend bleiben. Und wird auf jeden Fall, glaube ich, keine klare Geschichte, sondern am Ende ein ganz, ganz knappes Ergebnis. Ganz stark von Valbuena. Und da dauert es zu lang. Und der Mandy Gretsch dazwischen macht das richtig stark. Das war, glaube ich, so die gefährlichste Aktion bislang. 20 Minuten taktisches, nicht abtasten, aber taktisches Spielchen hier, das wir erleben. Richtig gut und dann muss es eigentlich klingen, aber wir brauchen ein bisschen zu schlagen, beziehungsweise der Ball wird ein bisschen zu weit vorgelegt. So bleibt es erstmal beim 0:0. Jetzt schauen wir mal, gibt es da die Chance? Bovo macht das gut, weil Buena macht das auch nicht schlecht. Bovo in der Mitte, kann der gut köpfen? Ich weiß es nicht. Cuadrado, die Flanke ist nicht so schlecht, aber es kommt keiner ran. Guarin probiert's mal mit dem Longshot, Courtois hält ihn. Es muss ein bisschen mehr nach vorne gehen im Sinne von Abschlüssen, Jungs. Da kommt noch ein bisschen wenig, das werdet ihr jetzt auch relativ dann gleich in der Statistik sehen. Und natürlich an dem, was ich euch da in das Video reinschnibbel, aber es gibt nicht viel reinzuschneiden. Von dem her, da müssen wir ein bisschen gefährlicher noch werden und das sollten wir am besten vermeiden. Caceres, gut gespielt. Schluss aus vorbei, Jungs. Die erste Halbzeit ist rum. Es steht noch 0:0. Es ist ein sehr taktisches Spielchen. Ich habe schon angesprochen. Ohne große Chancen. Ich glaube, wir haben keine einzige Möglichkeit zugelassen in der Defensive. Was auf jeden Fall schon mal für das Team spricht. In Liga 1 gegen einen Gegner, der es eigentlich nicht schlecht macht. Aber wir stehen da sehr, sehr gut. Stehen sehr kompakt, lassen relativ wenig zu. Auch was die Workrates angeht. Ja, einen Schuss hat der insgesamt. Wir allerdings auch erst mit einem wirklichen Schuss. Also es ist relativ chancenarm. Keiner will zu viel riskieren. Kein Schuss aufs Tor in 45 Minuten. Aber trotzdem, wie gesagt, ein interessantes Spiel. Gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Wir müssen einfach mehr Abschlüsse generieren. Und dann wird das schon werden. Nein, Jungs. Nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Ja, ja, Touré. Oh, da wollte ich klären, dann grätscht der so komisch, weil er noch in der falschen, ja, Route, Animation, was auch immer war. Keine Ahnung, wie man es nennt. Glück gehabt. Schöner Ball, Bellerin und dann ist er drin. 1:0. Daniel Sturridge macht, der Gegner, er macht's. Der Gegner kommt gut raus aus dieser Halbzeit und spielt das am Ende sehr, sehr fein raus. Bellerin weit aufgerückt, geht gut vorbei und Sturridge mit dem altbekannten Jubel. 1:0, guter Treffer, stark gespielt. Huiuiui, das macht's nicht einfacher. Vielleicht mal nach einer Ecke wieder rankommen. Flanke kommt rein. Courtois ist da. Macht das am Ende sehr, sehr stark.
Geil gespielt. Jetzt muss es klingeln. Und dann muss ich eigentlich außen vorbei. Oh, das hätte ich erkennen müssen, dass wir da ein bisschen zu langsam sind. Richtig gute Möglichkeit. Jetzt kriegen wir noch gelb, okay. Freddy Guarin hat da die Chance. Auch nicht natürlich der geborene Stürmer. Aber naja. Wir kommen zumindest wieder ein bisschen näher ran hier. An den Ausgleich. Jetzt vielleicht Grüschow. Mach ihn, er macht ihn 1-1. Kono Plyanka, Jungs, ich würde nicht sagen, ja, ist es verdient? Das ist eigentlich für beide nicht verdient, dass wir ein Tor machen. Weil da vorne ein bisschen zu wenig geht. Aber alles in allem, denke ich, ist ein Unentschieden hier. Das fairste Ergebnis von allen, von dem er 1-1. Der Kono mit seinen 92 Pace macht die Kiste. Alles wieder offen, alles wieder ausgeglichen. Ganz, ganz wichtiges Tor zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Und das war perfekt gespielt. Ich muss raus. Es reicht nicht. Und dann kriegt er ihn Gott sei Dank nicht unter. Wayne Rooney, 70. Minute. Das Spiel nimmt jetzt ganz schön Fahrt auf hier. 20 Minütchen haben wir noch vor uns. Und so langsam wird das hier nochmal sehr, sehr heikel. Ich glaube, hier gibt es einen Gewinner. Das geht nicht unentschieden aus. Oh mein Gott. Und da verteidige ich nicht gut. Sturridge macht den Treffer. Das war schlecht verteidigt. 72. Minute. Eines der wenigen Male in der Partie, wo wir absolut unkonzentriert waren. Da haben wir das nicht auf den Platz gebracht. Richtig stark von ihm. Er macht das 2-1. Bleibt weiter eiskalt. Ja, ja. Und dann ist Muslera da. Boah, Gegner zieht nochmal die Zügel an. Fast das dritte. Das wäre dann wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. Ne? Ich gehe jetzt mal auf ein bisschen offensiver. Oh mein Gott. Boah, wieder Muslera. Der hat eine richtig starke Partie gemacht. Ich dachte nicht, dass der hinkommt. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr nach vorne Gas geben, Jungs. Das ist so auf jeden Fall. Oh, ich dachte, der legt den zurück. Das ist so auf jeden Fall zu wenig. Flanke kommt rein. Wieder ist Muslera da. Wieder macht er stark. Und jetzt können wir den mal auswerfen. Und dann spielen wir das hoffentlich gut raus. Da ist Valbuena. Oben müssen wir mittun. Machen wir nicht. Dann kommt der Ball eben nach unten. Auch der ist stark. In der Mitte ist jetzt nur bitte jemand. Bovo kriegt ihr nicht gespielt. Es gibt zumindest die Ecke. Guter Konter von uns. Riesenmöglichkeit. Kevin De Bruyne. Kommt da Muslera hin. Er kommt hin. Aber das war's dann. 3-1. Alexis Sanchez im Nachfassen, Freunde. 83. Minute. Er kontert uns da aus. Also unser Gegner macht das sehr, sehr stark. Macht das sehr, sehr stark. Er nutzt die Chancen, die er kriegt. Er spielt auch sich insgesamt jetzt mehr Chancen heraus, das muss man so sagen. Und nutzt jetzt da die Möglichkeit, um das Ganze zu veredeln und um den Sack dazu zu machen. Gut gespielt, die Möglichkeit ist da. Keeper kommt raus. Oh, das war jetzt dann schlecht gemacht, aber Grüschow. Oh, kriegt den auch nicht reingespielt, verdammt. Warum schieße ich nicht einfach? Da will ich es viel zu kompliziert machen, ne? Und damit klappt das am Ende leider nicht. Es gibt nochmal die Chance für den Gegner, der kommt über Daniel Sturridge. Oh Gott, was macht denn da unser Stürmer? Unser Verteidiger. Gaia steht noch mal im Weg, Freunde. Huiuiui. Gut gespielt, komm. Vielleicht kriegen wir noch eins hin. Nee, kriegen wir nicht. Schluss aus, vorbei. 3-1 verlieren wir am Ende. Ich würde sagen, das ist sogar verdient. Aber wir haben gut gespielt, finde ich. Und es hätte genauso gut, also in eine andere Richtung kippen können. Es hat nicht viel gefehlt. Es war ein Spiel auf Messerschneide. Zur Halbzeit, ihr seht's, war das Ganze ausgeglichen. Auch nach der Halbzeit noch ein paar Minütchen. Dann hat er richtig Gas gegeben, hat seine Chancen eiskalt genutzt. Und am Ende, man sieht's ja in der Statistik, geht das dann auch auf jeden Fall in Ordnung, dass er das Ding mit 3-1 gewinnt. Nichtsdestotrotz, ist es ein geiles Team. Es ist ein Rückschlag. Kann ich das jetzt überhaupt noch schaffen hier? Normal schon, ne? Was haben wir? 5 Spiele. Ich brauche 14 Punkte. Also ich muss alles gewinnen. Ich muss alle Spiele gewinnen, dann klappt's noch. Mit dem Titel in Liga 1. Eieieiei, das wird verdammt eng. Aber okay, schauen wir mal, ob das irgendwann funktioniert. Das ist nochmal das Team, wenn das austesten wollt, sehr, sehr gerne. Ich werde das auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen, um zu gucken, ob das jetzt nur so ein kleiner Ausrutscher war in der Partie. Wobei wir, wie gesagt, nicht schlecht gespielt haben. So ist es auch nicht, aber wir haben einfach die zwingenden Aktionen dann nach vorne nicht mehr ganz so zu Ende spielen können. Vielleicht fehlt es da so ein bisschen vorne noch. Vielleicht müsste man vorne noch ein bisschen was upgraden. Man kann natürlich auch wieder mit einem Perfect Link vorne arbeiten. Bovo und Valbuena raus und keine Ahnung. Wen könnte man denn reinstellen? Pereira Dybala zum Beispiel. Klar, dann wird es wieder ein bisschen teurer, aber da kann man natürlich ein bisschen experimentieren. Gut, Dybala geht so und so rein wegen Cuadrado dann, aber ihr wisst, was ich meine. Da könnt ihr ja gerne ein bisschen rumexperimentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir, wie gesagt, die 2000 Likes. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Heute Abend ist wieder Stream. 19 Uhr legen wir los. Link dazu in der Videobeschreibung. twitch.tv/badeschlappen-lp mit einigen Drafts. Und ja, vielleicht auch wieder ein bisschen Liga 1. In dem Sinne, Jungs, macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.